Hallo, mein Name ist Maurizio Prats Ferrara und ich mache mein Praktikum hier bei CARE. CARE ist eine große Hilfsorganisation und der Hauptsitz von CARE in Deutschland ist hier in Bonn. Und ja, ich komme aus der Marikale Gesamtschule, bin 15 Jahre alt. Ich bin schon sehr gespannt, hier mein Praktikum zu machen und hier die Mitarbeiter von CARE kennenzulernen. Okay, dann schauen wir einfach mal rein. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Maurizio Pratzferreira und Ihre? Herbert Scharrenbruch. Was ist denn Ihre Tätigkeit bei CARE? Nun, ich bin im geschäftsführenden Vorstand seit 10 Jahren und seit 8 Jahren bin ich Vorsitzender und das heißt jetzt nach einer Satzungsänderung Präsident. Mein Name ist Stefan Evers. Ich arbeite jetzt im Vorstand. Wir haben einen zweiköpfigen Vorstand. Herr Zentl als Generalsekretär ist zuständig für die Programmabteilung und für die Presse. Und ich bin zuständig für Marketing und die Finanzen und Verwaltung. Lorian Gerold ist mein Name. Also sowohl für den Spendenbereich, das heißt, wir sorgen dafür, dass die Spenden richtig verbucht werden. Wir analysieren auch die Spendeneingänge, dass wir wissen können, wo kommen unsere Spender her, wie viel geben die so. Sabine Wilke. Ich arbeite seit über 4 Jahren bei CARE und bin damals aus Westafrika zurückgekommen nach Deutschland und habe meinen Job hier in der Pressestelle angefangen. Silvius Breitenfeld. Ich war Praktikant in mehreren Stellen, unter anderem in Südamerika und auch bei Caritas International in Freiburg in der Katastrophenhilfe. Bin Assistent in der Nothilfe. Mein Name ist Britta Wiese. Bin die Assistentin für den Verwaltungsrat und den Vorstand von CARE Deutschland. Vor CARE habe ich meinen Magisterabschluss gemacht an der Universität in Köln in den Fächern Afrikanistik, Ethnologie und internationales Recht. Ich bin Nikolaus Böhler. Nach dem Abi wusste ich nicht genau, was ich studieren sollte und habe mich dann für den Bundesfreiwilligendienst hier bei CARE in der Pressestelle entschieden. Ich beschäftige mich zum Beispiel mit der Medienresonanz, also wo CARE zum Beispiel in der Zeitung oder im Internet erwähnt wird. Fanny Nicolai, für Online-Marketing und für Werbung. Mein Name ist Dejan von Roman. Ich bin hier bei CARE als Referent für südliche und östliche Afrika. Mein Name ist Thomas Knoll. Ich bin seit 2,5 Jahren bei CARE beschäftigt. Meine Stelle nennt sich Referent für Ehrenamt und Schulen. Meine Aufgabe ist es vor allem, CARE bekannt zu machen, insbesondere bei jüngeren Menschen und aber auch Engagement zu fördern. Ich frage mich, wie ist es wohl, bei einer so großen Hilfsorganisation wie CARE zu arbeiten? Sehr begeistert ist eigentlich das gute Betriebsklima, das wir hier haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die stehen für CARE, die haben ein richtiges Wir-Gefühl. Ein sehr schönes Gefühl. Also jetzt, man hat den Eindruck, was Sinnvolles zu tun, das macht auch sehr viel Spaß. Toll, in einem großen Netzwerk agieren zu können, in ein Land zu kommen, wo man vielleicht noch nie war. Da gibt es Kollegen dann von CARE International oder vom CARE Länderbüro. Ach, das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Das ist vor allen Dingen ein sehr familiäres Gefühl. Wir haben über 10.000 Mitarbeiter weltweit und nach 4 Jahren kenne ich eine ganze Reihe davon. Man trifft sich auch immer mal wieder unterwegs in den verschiedenen Ländern. Hier in Bonn sind wir auch ein kleines und sehr, sehr nettes Team. Und insofern ist es eigentlich jeden Morgen eine große Freude, ins Büro zu kommen. Insbesondere der Kontakt zu den Menschen hier in Deutschland, die eben mit sehr, sehr viel Engagement über den Tellerrand hinausschauen und selbst was beitragen möchten. Jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten, jeder kleine Beitrag zählt da und es motiviert mich wahnsinnig, mit diesen Menschen zu tun zu haben. Sehr gutes Gefühl und gerade gestern Abend hatte ich auch Gespräche mit Freunden, die gesagt haben, dass es eigentlich sehr beneidenswert sei, etwas so Erfüllendes und so Schönes zu machen und das beruflich machen zu können. Das ist genau richtig, dem kann ich nur zustimmen. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung für eine gute und erfolgreiche Arbeit von CARE. Hallo, ja, mein Praktikum endet jetzt hier. Es war echt schöne 2 Wochen hier. Ich habe echt hier tolle neue Leute kennengelernt, auch viel dazugelernt. Und es war wirklich schön, ich kann es wirklich jedem weiterempfehlen. Tschüss. Mach's gut. Danke für alles. Tschüss. Ciao. Tschüss.